Ja, Hallöchen, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur nächsten Videofolge hier bei uns auf diesem Kanal. Und ja, worum sollen wir uns, wollen wir uns heute kümmern? Besser ist es. Wir gehen nach Japan und zwar nicht zu unserem Flugzeugträger Akagi, der kommt demnächst natürlich auch wieder, sondern mal in unendliche Weiten der Sci-Fi-Welten und vor allem der Zukunft. Denn unser Weltraumkampfträger Hyuga, das Space Combat Carrier Hyuga, will weitergebaut werden aus der Starblazers-Reihe. Der hier, um genau zu sein. Die nächsten Ausgaben liegen schon parat. Es ist schon ein bisschen her, seitdem ich ein Hyuga-Video gemacht habe, denn die letzten 6 Ausgaben habe ich in Form eines Livestreams verbaut. Aber jetzt wollen wir wieder Videos von machen. Und zwar, ja, ich kann euch mal eben einen Teil davon, von dem Modell, einmal wieder ins Bild holen, damit wir wissen, wo stehen wir überhaupt momentan. Das ist zumindest schon mal ein Element unserer Hyuga. Das sieht schon cool aus, auf jeden Fall, so die, ich sag mal, vordere Hälfte des Modells. Das kann man, glaube ich, relativ gut erkennen. Wir sehen hier auch schon die ersten Platinen mit drin, aber noch ein bisschen leer das Ganze, aber keine Sorge, das wird sich schon bald ändern. Zuletzt haben wir übrigens dieses hier bekommen, ein so, Deckselement, dieses hier. Und das wird heute auch Thema sein in den nächsten 2 Ausgaben, die wir heute uns anschauen wollen. Die Ausgaben 197 und 198 insgesamt, beziehungsweise Ausgabe 27 und 28 der Hyuga. Da werden wir uns darum kümmern, dass wir quasi einmal hier 2 Klappen einbauen, wo wir einen Spacejet drin verstecken können. Eine Steuerplatine ist mit dabei, die das Ganze dann auch beleuchten wird. Oder den einen Bereich beleuchten wird. Und dann haben wir in diesem kleinen Schächtelchen, Ausgabe 198, da bauen wir 2 Geschütztürme zusammen. Die ersten beiden und einzigen beiden für unsere Hyuga. Die werden nämlich genau hier vorne auch ihren Platz finden. Die bauen wir zusammen und dann werden wir das ebenfalls, die Teile ebenfalls dann am Deck mit montieren und die Lichtleiter und alles dann an der Platine mit anschließen. Hören Sie noch einen Plan an, oder? Deswegen legen wir direkt los mit den nächsten 2 Ausgaben unseres Space Combat Carriers Hyuga. Ausgabe 197, genau, und Ausgabe 198. Viel Spaß! Mit Ausgabe Nummer 197 der ersten Hälfte für die heutige Folge. Das sind die Teile. Wir bekommen ein paar weitere Details für unsere Decksplatte, die hier an der Seite schon liegt. Die wollen wir auch direkt zuerst verbauen. Wir benötigen zuerst diese beiden Klappen und diese beiden Hälften, nennen wir sie mal, diese hier. Die kommen hier an diese Decksplatte hier vorne mit dran. Da müssen wir einmal gucken. Die sind einmal markiert. Hier kann man sehen, einmal mit einem R und einmal mit einem L. Dass wir die entsprechend richtig setzen müssen. Wir sollen die 197,3 ist vorne und 197,4 ist hinten. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, was das für Teile sind. Kann man ganz schwer erkennen, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, anhand der Form kann das nur jeweils eine Position sein. Ich denke mal, das wird hier hinkommen. Genau, kann nur so passen. Genau. Einmal und zweimal legen wir nur rein in diese Führung, weil die sollen ja auch zu öffnen sein. So. Und dann kommen 2 Halterungen dazu. Das ist einmal dieses hier und einmal dieses hier, so wie es aussieht. Genau. Diese Platte kommt hier einmal rein. Ja. Denke ich mal. Genau so kommt sie rein und hält ja die Platten hier diese so automatisch in Position. Und werden mit 2 Plastikschrauben verbunden. Haben auch hier heute nur eine. Nee, Moment, wir haben doch nicht, so, nicht nur eine. Wir haben verschiedene Schräubchen, sehe ich gerade. Okay, da muss ich die mal eben auseinander poolen. Ich habe schon gedacht, die haben alle einen anderen Schraubenkopf. Ich bin schon gewundert. Genau, einige haben so einen flacheren Kopf, die anderen nicht. So, 4 habe ich hier. Ja, das sind die 197 11er Schrauben und 12er Schrauben, so werden sie betitelt. Ich brauche jetzt die 12er Schrauben, also diese hier.
Alles klar. Auf den ersten Blick gar nicht gesehen, dass das unterschiedliche sind, aber ja, waren es dann doch. Na gut. Dann wird das Ganze von unten verschraubt. Alles richtig reinlegen, so. Noch können sie ja wegfallen, weil die andere Halterung fehlt. Noch, aber nicht mehr lange. Die kommen nämlich jetzt hier rüber. Hier einmal. Und wird mit einer Schraube dergleichen in der Mitte ebenfalls verschraubt. Alles klar. Machen wir noch. So, damit haben wir diese Klappe mit dran. Können wir so aufmachen. Und da kann sich ein Space Jet drin verirren, wenn wir es wollen. So, dann drehen wir das Ganze einmal um und sollen weiterbauen. Wir haben hier zwei Magneten. Die sollen wir hier einsetzen bzw. einkleben. Dann machen wir das einmal hier. Ein bisschen Sekundenkleber rein und dann kommen die Magneten hier auch einmal reingesetzt. Einmal. Mist, das war blöd. Nämlich einmal blöd sitzen. Und dann mit Sekundenkleber dazu, das ist eine ganz tolle Idee. Ja, guck mal, so kann man den wiederholen, das ist auch geil. Da gibt's nicht. Kann man den nicht so einsetzen? Ja, guck mal, so geht das auch. Ich hoffe jetzt nur, dass der Sekundenkleber natürlich jetzt nicht mehr hält. Dann nochmal. Aber so kann man sich natürlich bei Magneten auch helfen. Und nicht schlecht, mit einer einfach metallenen Pinzette. So, haben wir drin. Jetzt natürlich nicht nochmal ran, dann fliegt das wieder weg. Und dann kommt noch diese große Halterung dazu. Die kommt hier an die Seite. Hier. Und wird mit den gleichen 12er Schrauben, die wir gerade eben benutzt haben, auch fest verschraubt. Alles klar. Was das für einen Sinn hat, weiß ich jetzt noch nicht, das Detail. Außer dass es so ein bisschen den Rand abschließt, habe ich da jetzt noch keinen weiteren Sinn erkannt. Aber okay, wir gucken mal. So, das haben wir auch dran. Dann geht es mit der Platine weiter. Zur Seite. Dann nehmen wir uns die Platine daher. Das ist jene hier, die hat zwei LEDs. Eine hier wird mit dieser roten Kuppel ausgestattet. Dann wird es rote Blinklichter geben. Und zwar diese hier, die vom Stecker weiter weg ist. Da sollen wir es einsetzen. Einmal hier drüber liegen. So, und ich mache das mal von der anderen Seite wieder, dass ich da ein bisschen Sekundenkleber an die Pins mache, damit die halten. Bevor die einem wegfliegen. Und dann wird das Ganze schon in dieses Gehäuse eingesetzt. Einmal hier kommt das so mit drauf. Und dann kommt das Gehäuse hier rüber. Genauso. Und wird dann von der anderen Seite mit einer 11er Schraube jetzt verbunden. Also nehmen wir die andere. Dann schrauben wir das Kästchen zu. So, haben wir dran. Drin, dran, wie auch immer. Und dann können wir das Ganze auch schon einbauen. Das ist der nächste Schritt. Die Platine wird nämlich eingebaut. Und zwar auf diese beiden Zapfen hier. Mit dem Stecker nach vorne in den vorderen Bereich. Alles klar. Das heißt, die kommt so hier hin. Und wird wahrscheinlich mit den letzten beiden 11er Schrauben, genau, verbunden. Alles klar. Also keine höhere Kunst hier, die wir verbauen. So, und damit haben wir auch diese Platine mit drin, bereit, um Lichtleiter zu empfangen.
Und ich glaube, darum wird es doch gleich gehen. Aber bevor das kommt, werden wir uns jetzt an die Ausgabe 198 wenden. Da geht es an die beiden Geschütztürme. So ihr Lieben, wir machen weiter mit Ausgabe Nummer 198 von unserer Hyuga. Da wollen wir weitermachen. Und zwar haben wir hier schon die beiden Geschütztürme. Das sind zweimal exakt die gleichen Bauschritte, die wir machen. Ich mache einen für euch mit und dann mache ich den Rest dann für mich hinter der Kamera, weil es ist exakt nochmal das Gleiche. So, wir brauchen auf jeden Fall Lichtleiter. Die haben wir hier schon. Drei Stück an der Zahl. Einmal, zweimal, dreimal, weil wir auch so einen Drillingsturm quasi haben. Brauchen wir auf jeden Fall drei der Lichtleiter. Und erst einmal, ich muss mal gucken, welche das sind. Ich glaube, dieses Stückchen hier brauchen wir und sollen dann einen Lichtleiter da durchpulen. Mit dem längeren Ende, hier ist wieder ein goldener Ring, zum Bremsen des Ganzen. Das längere Ende soll aber hier einmal durch. So. Bis wahrscheinlich der goldene Ring das Ganze bremst. Genau, so sieht das aus. Und dann wird ein weiteres Teilchen, das ist dieses hier, ich habe ihn noch nicht rausgenommen, aus dem Gussast, einmal drüber gesetzt werden. Können wir da schon mal drei lösen hier. Eins, zwei, Viertel vor drei. Naja, ich habe meine Uhr schon vier heute. Aber ja, die haben wir. Und das wird mit Sekundenkleber, wird dieser Bereich beklebt und dann eingesetzt. Und drüber gesetzt. Beziehungsweise der Lichtleiter kommt da auch durch. Alles klar, mache ich mal ein bisschen Sekundenkleber hier an den Rand mit ran. So. Dann von unten der Lichtleiter einmal durch. Dann können wir das Ganze auch schon so zusammensetzen. So sieht das aus. Darf auch gerne halten. Tut es aber noch nicht. Warum nicht? Das ist Sekundenkleber. Du hast zu halten. So. Lassen wir einmal eben liegen. Machen die anderen beiden schon fertig. Währenddessen. So, auch hier das längere Stück. Ups. Einmal durch. Und dann können wir das hier auch einmal festkleben mit Sekundenkleber. So, Nummer 2. Geht auch nur in einer Position, von daher kann man da nichts falsch machen. So, Nummer 2. Und einer geht noch. Auch hier ein Lichtleiter durch. Und dann kommt auch hier an die Seite. Kleber. Ja. Und einmal zusammen das Ganze. Passt. Sitzt, wackelt und hat Luft. Und dann geht das schon daran, dass wir das Ganze jetzt zusammenbauen wollen. So. Haben wir die drei. Alles klar. Dann geht es jetzt darum, dass wir uns das obere Gehäuse vom Geschützturm nehmen sollen. Drehen wir um und sollen die jetzt hier durchschieben, dass diese beiden Nasen, die wir hier haben, oder Pins, Nupsis, wie auch immer, hier in diesen Führungen liegen, die wir hier haben. Da seht ihr die. Das heißt, Lichtleiter hier einmal durch. Dann kann man das Ganze hier so reinlegen. Einmal. Zweimal. Und
dreimal, so. Und dann wird das Ganze verbunden mit dem unteren Bau. Da muss man gucken, so rum muss es hin. Da müssen wir gucken, dass wir die Lichtleiter durch diese Löcher, die wir hier haben, ne, da seht ihr ja Löcher, hier links und rechts und durch die Mitte. Genau, also der Lichtleiter durch dieses Loch, der mittlere durchs große und der untere jetzt gerade bei mir durchs äußere Loch durchgeht. So, dann können wir das rund durchschieben hier alles. Dann könnte sich das so alles zusammenfügen lassen. Genau so ist es. Huch. Genau so haben wir es. Alles klar. Und wird dann mit 4 Schrauben verschraubt, so wie es aussieht. Genau. Alles klar. Keine Kunst. Nummer 2. Ich muss sagen, im Vergleich zur Akagi sind diese Anleitungen erstens mittlerweile natürlich bei mir ein bisschen ja, gewohnter, weil ich ja schon jetzt fast 200 Ausgaben von der Starblazers-Reihe verbaut habe. Das ist ja schon mehr als jedes andere Projekt, was hier so läuft oder allgemein so läuft. Da kennt man schon die Vorgehensweise, aber es ist halt auch immer alles gut erkennbar. Es ist alles schön farblich, zwar in 3D-Ansicht, digital, also meistens. Nicht immer, aber meistens. Man kann trotzdem halt alles erkennen, weil es exakt die gleichen Farben hat wie sonst. Das ist schon mal nicht verkehrt. So, das haben wir jetzt hier. Das soll aber ja nicht so bleiben, dieses Gehänge hier. Deswegen machen wir weiter, indem wir noch die Geschützrohre nehmen. Wir nehmen erstmal die kleineren Elemente, das sind diese hier oben. Einmal raus. Einmal, zweimal, dreimal. Und an den kleinen Pins hier machen wir Sekundenkleber ran. Und setzen die dann drüber. Beziehungsweise die Lichtleiter da durch. Oh, das rastet auch schön ein. Das ist auch sehr gut. Einmal. Das hilft natürlich, damit das Ganze schön zusammenhält. Nummer 2. So. Und Nummer 3. Den haben wir hier. Können wir da zusammensetzen. Wunderbar. Jetzt nimmt das Ganze schon mal ein bisschen Form an, aber doch ein bisschen kurz sind die ganzen noch. Deswegen kommen jetzt noch weitere Rohrenden dazu. Diese hier, 1, 2, 3. Die kommen mit dazu und werden genauso angesetzt, dass wir diese Endenstücke dann wirklich am Ende auch haben. So, also erst wieder den hier. So wird ein Schuh draus. Einmal. Oder eine Kanone in dem Fall. Nummer 2. Klack. Das ist doch was Feines hier. Kriegen wir gut hin. Kein Hexenwerk. Und Nummer 3. So, die rasten nochmal wieder schön ein. Dann passt das doch wunderbar. Und so haben wir unseren Geschützturm schon gut entwickelt. An den Unterseiten sollen wir nebenbei mal eben 3 Sticker ansetzen. AM2 heißen sie. Im obligatorischen 4 cm Abstand wahrscheinlich. Ja, natürlich, genau. Dann machen wir das auch hier.
Machen wir hier. Der nächste. Damit es nicht exakt die 4 mm trifft, ist nicht so dramatisch, aber man sollte schon so ein bisschen einhalten, weil man braucht erstens die Länge der Lichtleiter, um die korrekt einzustöpseln in die Platinen ja jeweils, und natürlich dann noch genug Lichtleiter übrig, damit man weiß, aha, welchen muss ich denn wirklich wieder reinpulen. Das sind ja alles Kabelmarkierungen, die sich schon als lebenswichtig gezeigt haben, weil ohne die, dann hast du da zigtausende Lichtleiter rumfliegen, bist du verloren. Also das ist ganz klar. So, und dann haben wir zum Schluss, glaube ich, noch hier genau solche kleinen Flügelchen hier. Die kommen auch noch mit ins Spiel. Einmal ein rechter und ein linker. Hier haben wir einen rechten. Ja, schön, wenn ich das sehen könnte, aber ich meine, die gehen ja immer nach außen. Dann wird der nicht gewesen sein, passt auch kaum. Aber hier passt er schon besser. Genau. Dann wird das der hier sein. Einmal auf diese Seite. Und den anderen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, auf die andere Seite. Den brauche ich auch nicht einsetzen, das erklärt sich von selber. So. Genau, kommt der hier mit rein, sodass wir den dann so haben. Genau, und dann wird der Geschützturm auch schon eingebaut. Beziehungsweise sollen wir gleich vorne nochmal die Enden wegschneiden. Mal gucken, dass ich die alle richtig gezogen habe bis zum Ende. Ja, ist okay. Und dann können wir die hier vorne abknipsen. So. Haben wir auch weg. Dass wir dann die schönen Beleuchtungspunkte hier haben. Und ja, dann sind wir damit schon soweit durch und können den aufsetzen, den ersten Geschützturm, welcher ist egal. Setzen wir hier einmal drauf, die Lichtleiter einmal durch. Und dann müsste er sich nur einhaken lassen, wie das aussieht. Klack. Wunderbar. Und damit sitzt der Geschützturm schön beweglich. Das ist wunderbar. Das passt. Alles gut zueinander. Und damit ist der erste Geschützturm soweit fertig. Und ja, den zweiten werde ich jetzt für mich einmal machen. Den baue ich dann auch schon mit ein. Und dann heißt es noch am Ende die Lichtleiter bündeln. So, dann bin ich nochmal kurz zurück. Ich habe das jetzt mal wieder für mich gemacht, weil ja, in der Serie habe ich das ganz schön oft euch schon mal gezeigt. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zeigen. Aber das Ergebnis kann ich euch natürlich nochmal zeigen, wie ihr hier sehen könnt. Alle Lichtleiter sind jetzt gebündelt und in die Platine mit eingebaut. Wir hatten ja nur eine rot markierte Lichtleiter. Mit dem ACL-Sticker, der geht jetzt hier mit rein, der mit ein paar Fake-Lichtleitern ausgestattet worden ist, damit diese Verbinder auch passt. Und beim anderen sind dann diese insgesamt 6 Lichtleiter von den beiden Geschütztürmen mit eingebaut worden. Ja, das ist das Ergebnis und hier seht ihr auch die beiden Geschütztürme, lassen sich auch drehen, ohne dass die Lichtleiter sich irgendwie kreuz und quer fliegen. Ne, da ändert sich zum Glück nichts dran, da haben wir auf jeden Fall genug Platz für den Weiterbau, und das ist ja letzten Endes die Hauptsache, und das haben wir hier das Ergebnis von Ausgabe Nummer 100, was haben wir heute gehabt? 97 und 198, die beiden Geschütztürme und die Bodenplatte natürlich. Ja, ihr Lieben, die nächsten zwei Ausgaben sind verbaut. Ausgabe 197 und 98 sind fertig. Und die Decksplatte, die wir bekommen haben, wie ihr sehen könnt, hat 2 Geschütztürme bekommen. Die sind eingebaut und die ganzen Lichtleiter sind an der auch heute bekommenen Steuerplatine mit eingebaut worden. Beziehungsweise hier vorne dieses Fach ist ebenfalls mit eingesetzt worden, dass wir öffnen können und da ein Spacejet verstecken können.
Ja, das soweit zum Thema für heute. Können wir uns erstmal zur Seite legen, bis wir es dann irgendwann mal wieder brauchen. Beim nächsten Mal, Ausgabe 199 und runde Ausgabe 200, Wahnsinn, was für Zahlen wir da schon erreicht haben, geht es mal wieder an den Rumpf unseres Modells. Da wollen wir hier in dem zentralen Bereich ein bisschen weitermachen und hier ein bisschen die Wände höher ziehen, weil hier kommt ja auch noch so eine Plattform mit dran. Die kann ich euch mal eben in die Kamera halten, wenn man das gut sehen kann. Ja, gut, das kann man hier gut erkennen. Diese hier. Diese Plattform, die kommt mit ins Spiel und da werden wir so ein bisschen was dran bauen, aber an beiden Seiten schon mal das Ganze ein bisschen höher bauen. Passenderweise, damit ja auch hier das Deck, was wir jetzt heute gebaut haben, dann auch sich gut auflegen lässt. Das kommt dann beim nächsten Mal. Ja, für heute sind wir soweit durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal dürft ihr auch sehr gerne abonnieren. Dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf diesem Kanal online gehen. Völlig egal, welches Projekt, gibt ja genug. Und auch egal, völlig, wer vor der Kamera sitzt, entweder meine Wenigkeit oder Tobi oder wir beide in einem unserer Projekte, Titanic und Kit zum Beispiel. Schaut da gerne auch mal vorbei. Gerne natürlich auch bei meinen YouTube-Kollegen. Da dürft ihr auch natürlich sehr gerne mit reinschauen, egal was es da momentan so gibt. Schaut gerne mal rein bei Frank, bei Ploschi, bei Olaf, bei Markus, bei Micha, bei Nadine, bei Yannick. Egal wer, schaut auf jeden Fall da gerne einmal vorbei. Würde mich sehr freuen und die anderen natürlich genauso. Und ja, bis zum nächsten Video hier. Wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.